And now we have an incredible little lady. She's 17 years old and it's her first senior season. And ja, also ich habe sie ja gar nicht angesehen, dass die schon 17 ist. Lavender's green, dilly dilly, lavender's blue. You must love me, dilly dilly, for I love you. Mai Mihara. And I'm speechless. I don't know what to say about this program. It was so beautiful. At the beginning,
thought, oh, it's a beautiful dress, and then it was a beautiful skate, beautiful jumps. Whoa, awesome. Yeah. Hat sich sehr gut präsentiert für das, dass sie eigentlich noch nicht wie 17 ausschaut. Was machen die Japaner anders? Trainieren die anders oder liegt es an der, an dem Körperbau? Also ich glaube, auf jeden Fall liegt es daran, dass sie viele, viele Stunden fleißig trainiert. Ich sehe hier bis zu 43 Stunden trainiert die junge Dame auf dem Eis. Und ist nebenbei Highschool-Student. Also ich glaube, das unter einen Hut zu bringen, erfordert sehr viel Selbstbeherrschung und unfassbar. Also ich glaube, wir haben ja auf jeden Fall schon sehr viel Großes gesehen und das zum Anfang der Saison. Ich bin gespannt, ob wir die junge Dame dann dieses Jahr bei den Weltmeisterschaften sehen werden. Letztes Jahr hat es leider nur für den 8. Rang im Juniorenbereich bei den Nationals gereicht, aber bei den Senioren vielleicht sieht es ja anders aus. Man kann auch nochmal hier auf diese Sitzpirouette eingehen, eingesprungen, super hoch, schöner Kantenwechsel, also unglaublich. Auf jeden Fall eine fehlerfreie Kür. Und wie man sieht, ist er auch sehr happy. Ich darf um die Wertung bitten. The scores please for Mayumi Hala from Japan. Sie erhält 125,92 Punkte. She's earned a total of 125,92 points in the first gate. And with a combined total of 189,03, she's currently in first place. Thank you. And she is so happy.